Brian Satchos, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, ich will schon mit Fallout 3 sagen, okay, der Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, wir haben einen Gast. Sag mal was. Ja, moin Leute, wie geht's euch? Jo! Jo! Gut, ja, du bist auch ein Let's Player, ne? Ja. Hast auch vor kurzem erst angefangen? Genau, mit Warhammer 40k Dawn of War 2. Du bist eigentlich mitunter der einzigste Abonnement, den ich momentan habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, okay, ich war jetzt am Anfang auch noch nicht so berühmt, sage ich jetzt mal. Das kommt einmal mit der Zeit, man muss einfach Videos hochladen und Kommentare bei anderen Leuten machen und mal schauen, was dann passiert. Mhm. Also es passiert jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, dass da sofort alle Leute abonnieren. Weil da vorne ist ein Geist. So, das ist ein Geil. Ich dachte, das wäre jetzt irgendeine Methanwolke, die da rumfliegen, rumflossen wäre. Nee, das ist keine Kurzgesichter oder wie man das auch mal nennt. So. Ja, das wollte ich eigentlich schon immer fragen. Sehen in Oblivion eigentlich alle so aus, als ob sie eine Hand hätten? Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich weiß. Boah, das Viech hat mich umgehauen. So eine Schwuchtel. Hast du gesehen? Und das passiert ja eigentlich selten. Das passiert dir eigentlich öfters im Fallout 3. Ja, in Fallout 3 passiert das halt häufiger. Aber hier passiert das auch durch. Boah, wir sind fast tot und das waren jetzt nur zwei Gespenster. Zwei Gespenster. Wir mussten ja vorhin so viel Ektoplasma sammeln. Was lag, als du? Keine Ahnung, woran das liegt. Was? Ich lecke. Du leckst. Echt? Also manchmal leckt deine Stimme auch, aber ich finde es. Das hört. Es ist kaum hörbar. Aber ist jetzt auch egal, wir lassen uns davon nicht beirren. Wir machen ja einfach unser Ding und keine Ahnung. Ja. Also ich in dieser Stelle kann ich auch nur dein Let's Play, sage ich jetzt mal, empfehlen. Es ist sehr interessant anzusehen. Ich werde dich dann auch noch unter dem Video hier verlinken und ja. Na gut, nicht wundern, wenn ich mich in einem der neueren Let's Plays über ostdeutsche Mitbürger einigermaßen lustig mache. Das war nicht geplant. Ja, ich habe mich da irgendwie aufgeregt, dass da welche aus der Luft kommen. Das merkt man auch unter dem Wort einschlagende Argumente. Okay. Wer ist da? Den schießen wir jetzt einfach mal ab. Was ist denn das für ein Viech? Das ist irgend so ein Bandit, glaube ich. Weil wir haben hier vorhin ein paar Banditen gehabt. Ja, es sind Banditen. Okay, ja, nein, falsche Taste. Die machen uns zur Schnecke. Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Ja, okay. Baby. Das Viech hat mich mit Baby beleidigt. Boah, scheiße, ey. Die machen uns hier gerade echt zur Schnecke. Heilen wir uns mal. Ach so, das hast du mir eigentlich auch schon mal erklärt, aber weswegen schwirren da so Wölkchen um die Person? Ja, das, man sieht. Ich habe da so eine Fähigkeit aktiviert, die heißt Leben erkennen und damit kann ich halt erkennen, bei bestimmten Distanzen, ob da jetzt jemand ist oder nicht, irgendwas Lebendiges. Boah, wir müssen uns hier schon wieder heilen, die machen uns hier gerade echt fertig. Boah, wir sind schon wieder niedergefallen. Also, ich weiß nicht wieso, aber manchmal hört man dich gar nicht mehr wirklich. Komisch. Ja, oder du sagst einfach nichts. Kann es natürlich auch sein. Sagt, kann es sein, dass... Ja, kann es sein, mir fallen wieder nicht die nötigen Worte ein, die ich eigentlich sagen will. Keine Ahnung, warum. Ja, das passiert fertig. Wir müssen uns hier heilen. Die macht uns hier gerade übelst fertig, die Bitch hier. Wie ist das eigentlich mit der Raiderin mit der Raketenwerfer ausgegangen? Das hat man ja nicht sehen können. Doch, das hat man sehen können. Die ist doch genau, die ist weggelaufen, aber dann kam sie später wieder. Okay, und die hatte keinen Raketenwerfer da, sondern eine Maschinengewehr, oder? Ja, irgendwie sowas. Sie hatte den Raketenwerfer weggesteckt. Okay, wir müssen uns jetzt verstecken. Warum das denn? Ja, weil wir ziemlich am Arsch sind mit unseren Heilmöglichkeiten. Und da unten eine Schützin steht. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir das vielleicht jetzt mit so wenig Leben überleben. Haben wir nicht irgendwie letztens einen Zauber gekauft, womit wir uns besser heilen können? Ich meine irgendwie schon.
Wenn ich mich recht erinnern kann, war das von dieser Ork-Dame. Ja, genau. Ja. Irgendwie so war das. Eure Magie reicht nicht aus. Wir haben noch Wundenhallen schwer. Ja, wir können, wir haben was gekauft, aber wir können es nicht nutzen, weil unsere Magie dafür einfach noch zu scheiße ist. Okay. Und was ist vampirische Präsenz? Das bekommt man. Wo war das? Wo stand es? Ja, wir haben halt 50%iger Vampir, dadurch hat sich dieser Zauber aktiviert und damit können wir andere Leute bezaubern. Das heißt, sie mögen uns mehr, wir können sie beruhigen und auch entzürnen. Keine Ahnung, was das bringt. Aber ich benutze diese Vampirzauber selten, bis gar nicht. Gut, verstecken wir uns. Stirb. Was ich witzig finde, in Elder Scrolls 3 kann man nicht zum Vampir werden, sondern eher zum Werwolf. Das fand ich immer witzig. Da kann man Werwolf werden. Da kann man Werwolf werden. Ich habe das mal durchgezockt. Da konnte ich dir auch sagen, das Spiel ist nicht so gut. Ach so. Es ist ganz gut, muss man sagen. Das war seiner Zeit damals voraus. Mhm. Aber worauf ich mich jetzt freuen werde, das kündige ich in einem Let's Plays wahrscheinlich auch, ist am 11.11. Da werde ich mir eventuell, wenn ich das Geld dafür habe, Elder Scrolls 5, Zykrim oder wie das auch ausgesprochen wird. Skyrim, genau, das werde ich mir auch holen. Das können wir dann sozusagen gemeinsam Let's Playen oder irgendwie so gleichzeitig. Nee, ich werde das dann erstmal durchzocken und dann Let's Play darüber machen, eventuell. Ich werde das blind machen. Eiskalt. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Schon wieder so recht knapp. Bandit Blitzen, so den Bandit haben wir auch schon mal. Ja, gut, bei mir ist es momentan, sehen sie gleich. Okay. Ja, ab und zu deckt es von der Übertragung. Ja, bei mir da sieht man wirklich nichts, da ist meistens ein schwarzer Bildschirm voll pixelig. Jetzt sehe ich zum Beispiel im Arm aufblitzen bei dir. Ja, ich habe mir auch gedacht. Und manchmal ist die Tonqualität, jetzt halt bist du halt irgendwie leise. Das heißt, du redest noch einmal, bist du leise und dann wirst du wieder lauter. Weil wie gesagt, wir lassen uns davon nicht beirren, sondern wir machen hier einfach unser Ding und... Mein Gott, kann man halt nichts machen. Mhm. Wäre praktisch, könnte man in Skype auch noch irgendwie so Soundübertragung machen. Huhu, Walersteine, finde ich mal richtig geil. Sind sau wertvoll. Also ich als Rollenspieler, also ich spiele sehr viele Rollenspiele, das letzte, was ich gespielt hatte, war Dragon Age. Auch ein geiles Spiel, muss man sagen, aber es ist leider erst ab 18. Oh. Aber es, warum? Es ist ein Uncut-Patch rausgekommen, sozusagen. Damit du ja auch nach Fallout 3 spielst. Momentan noch. Aha. Da kann man seinen Gegnern Töpfe abhauen, das springt als eine Maßnahme. Okay. Okay, jetzt hat man dich halt wieder relativ leise gehört. Ich musste mich gerade ziemlich anstrengen, dir zuzuhören, weil es so leise gewesen ist. Finde ich jetzt etwas schade, dass es mit dem Sound hier ein bisschen spinnt. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich würde mal sagen, da du mich ein bisschen weiter runtergeschraubt hast, daran könnte es eventuell liegen. Ja, jetzt bist du wieder lauter. Aber dann gibt es wieder Momente, da bist du ganz leise. Okay, egal. Ja, wie gesagt, wir machen es hier einfach. We are the man, we can do this. So, wir machen jetzt unsere Waffe ein bisschen heile. Und unsere Sachen, die sind hier total für den Arsch, fällt mir gerade auf. Okay. Weiter reparieren wir es jetzt nicht, weil wir noch einen Hammer haben und die werden wir aufbewahren. Meine Frage, die blaue Figur, dieser Papa Schlumpf, den wir eben gerade gesehen haben, sind das wir? Und welcher Papa Schlumpf? Welcher Papa? Die blaue Figur eben gerade, mit dem Schwert und so weiter. Ja, genau die. Das sind wir. Das ist unser Mannschall. Von wegen, du die Schlümpfe nicht kennst. Ja, bist ich kenne die Schlümpfe schon. Von wegen Papa Schlumpf, von wegen, ich habe nur das Rote von den Pfeilen gesehen und dachte, das wäre die Kopfbedeckung, deswegen Papa Schlumpf. Also Leute, wir sind Papa Schlumpf. Jetzt weiß ich auch schon die Überschrift für unserem für unser Let's Play jetzt halt für dieses hier. Papa Schlumpf. Ich glaube, du hättest du dich eigentlich auch auf YouTube nennen können, Papa Schlumpf, lässt grüßen. Kann man sich einfacher merken als Soulstar 13 oder so.
Boah, der macht uns hier wieder total zu einer Schnecke. Moment. Boah, Kram noch überlebt. Nee, falsche Taste. Dass wir hier mal so kurz vorm Verrecken sind, das ist echt zu schlimm. Apropos, wenn einige sich mit Rechtsschutz auskennen, können die mich gerne persönlich anschreiben. Nicht Rechtsschutz, sondern von wegen Arbeitsschutz. Ich habe folgendes Problem: an der Maschine, wo ich arbeite, kriege ich jedes Mal eine gewischt. Okay. Ja, von wegen, die ist nicht geerdet, sprich, es geht kein Draht in die Erde, sodass der Strom abfließen kann. Soll ich an der Maschine noch weiterhin arbeiten oder nicht? Also wenn das mit also wenn nicht geerdet ist, so bist du halt bald, wenn du den Arbeitgeber schon darauf angesprochen hast, dann will ich einfach sagen, das solltest du nicht weiter drauf dran arbeiten, weil es natürlich gesundheitsgefährdend ist auf Dauer. Das ist mal ja, meine Meinung. Ich krieg auf Dauer jedes Mal eine gewischt. Das ist an einer bestimmten Stelle so. Da kann man es nicht abstellen. Das ist immer an derselben Stelle. Da kriegt man eine gewischt. Ja, das weiß ich. Ich würde sagen, ich würde nicht mehr dran arbeiten, ich persönlich. Wenn okay. Ich das wissen würde. Hier sind doch bestimmt noch Feinde. Also ich habe da eben gerade ein paar Feinde gesehen. So ein der eine ist unsichtbar. Hä? Der ist unsichtbar. Siehst du es nicht? Ist auch der Anführer. Da holen wir uns mal wieder gleich so einen Transentyp. Oder irgend sowas ähnliches. Nee, wir holen unseren Atronach. Wow, der macht Damage. Der hat auch so eine Eiswaffe wie der andere Bandit. Also wir heilen uns erstmal. Wir ziehen uns erstmal ein bisschen zurück. Unser Atronach macht das schon ein bisschen. Ist dieses kleine, sag ich schon, dieses Riesenviech da, was den da umhaut so ein bisschen, ist das der Atronach? Ja, das ist der Atronach. Ja, das. Okay. Der sieht irgendwie, erinnert mich irgendwie so einen gefällten Typen aus Saw. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, die Leute, die das, also Bethesda, die das programmiert haben, haben wahrscheinlich, während die das programmiert haben, Saw angeschaut. Höchstwahrscheinlich. Hexenaufspürerschild. Okay, was ist denn das? Zauberwiderspiegeln. Oh, Zauberwiderspiegeln, das ist sehr gut. Weil dann greifen die uns an und dann kriegen sie einen aufs Maul. Okay, jetzt hat es gerade wieder, das leckt gerade ein bisschen hier bei mir. Wow, ultra lag. Wenn du jedes Mal sagst, in den Videos, das möchte ich mal nebenbei sagen, von wegen, es laggt wieder, wie Sau. Ja. Schön, du sagst, dass es laggt, man sieht davon aber im Video nichts. Jetzt echt? Jetzt echt. Okay, lässt du wissen. Du solltest mal deine ganzen Videos durchschauen oder mal an der Stelle reinschauen, wo du sagst, es laggt. Vielleicht weißt du das noch bei dem jeweiligen Video. Da sieht man es nämlich. Zum Beispiel, wo du in Fallout 3 in der Station warst, wo du gesagt hattest, ja, schwarzer Bildschirm, du hörst nur deine Schritte, dann hörst du die Gegner. Ja, das ist mir aufgefallen, dass ich da noch das Bild sehe im Video. Aber jetzt hat sich das Problem ja sowieso aufgehoben, aber ich meinte jetzt so, wenn es so ruckelt von der Grafik her. Ja, das kann meistens am Fraps liegen mit Camtasia aufgenommen, das hast du ja auch gesagt. Wir haben jetzt aber auch gleich die Zeit zu Ende, fällt mir gerade auf, um genau zu sein, jetzt dann. Ich glaube, wir würden schauen noch mal kurz hier vor und dann werden wir diesen Teil hier beenden. Weil ich mag mich nicht überziehen. So, das war jetzt Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir haben hier, um ehrlich zu sein, kaum über dieses Spiel geredet. Wir haben hier über alles Mögliche geredet, nur nicht über das, was wichtig ist. Ja, gut. Das war jetzt mit unserem Gast hier. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute! Du kannst auch Ciao sagen, ne? Ja, habe ich gerade gesagt. Echt? Ich hab's nicht gehört. Okay, ciao!